Sind Profiler eigentlich auch im Recruiting tätig? Nein, ich wüsste nicht, was da ermittelt werden sollte. Ja, schreien da die einen, na gute Mitarbeiter sind zu ermitteln. Das, was ihr da aber unter Ermitteln versteht, meint sie zu finden und nicht einen Tatbestand zu ermitteln. Und ja, wenn wir einen bösen Täter ermitteln können, dann könnte man auch einen guten Mitarbeiter ermitteln, oder nicht? Also finden wie die Stecknadel im Heuhaufen. Das ist aber kein Job für einen Profiler, das ist ein Job für einen Headhunter. Die haben die Netzwerke und die Erfahrung, gute Leute ranzuholen. Was man nun meinetwegen ermitteln könnte, wäre die Tauglichkeit einer Persönlichkeit für einen Job mit besonderer Verantwortung. Also im Sinne eines Persönlichkeitsprofiles. Das empfiehlt sich allerdings nur, wenn es um die Besetzung neuralgischer Machtpositionen geht. Also wenn es darum geht, dass einer keinen solchen Megamist macht, dass für seine Unfähigkeit sonst zig Leute die Zeche zahlen. Okay. In dem Sinne lasse ich mich gern darauf ein, dass ein Profiler was zum Recruiting sagen kann. Und um meine Perspektive als Profiler zu verstehen, will ich hier kurz ausholen, was wir denn nun mit Menschenführung zu tun haben. Zuerst einmal brauchen uns unsere Mandanten in den Krisen ihres Lebens. Wir sind also darauf vorbereitet und auch damit erfahren, Menschen in maximalen Krisensituationen zu erleben, mental zu versorgen und wieder in eine Erfolgsfähigkeit zu führen. Wir bringen Opfer quasi aus ihrer individuellen Katastrophe in eine reelle neue Chance. Das verlangt von uns und unseren Experten im Profiling, einen besonderen Blick auf die Defizite und Ressourcen eines Menschen zu haben, um schnellstmöglich einschätzen zu können, was geht realistisch und was geht nicht. Und wenn wir den Blick weg vom Opfer nehmen, hin zum Täter, dann haben wir natürlich auch einen sehr geschulten Blick dafür, welche Verhaltensweisen symptomatisch für Betrüger sind und welche Charaktereigenschaften nichts Gutes vermuten lassen. Okay? Dann lass uns mal loslegen und die Begutachtung von Bewerbern aus der Sicht eines Profilers angehen. Worauf schaue ich, wenn ich Teams zusammenstelle? Ich prüfe den Kandidaten auf Herz und Nieren in drei Tauglichkeiten. Die fachliche Tauglichkeit, die charakterliche Tauglichkeit und die Erfolgstauglichkeit. Nochmal in Ruhe und von vorn. Zuerst einmal die fachliche Tauglichkeit. Das ist ja der Bereich, auf den immer alle achten. Gut, wir Profiler auch. Es bringt ja nichts, wenn ein Kollege keinen Plan hat. Und gleichzeitig ist diese fachliche Prüfung die niedrigste Hürde. Denn Fachlichkeit kann immer nachgeschult werden. Wenn jemand also in den anderen beiden Tauglichkeiten passt und sein Hirn funktioniert, ist die mangelnde Fachlichkeit mein geringster Schmerz, weil ich die nämlich schulen kann. So ist es ja auch bei den Profilern, die wir ausbilden. Die können natürlich noch nicht alles, was sie sollten, wenn sie starten. Darum kommen sie auch in die Ausbildung. Das ist der Sinn der Sache. Und es ist an uns, sie fachlich topfit zu machen. Wenn also ein Mitarbeiter fachlich noch nicht alles kann, ist das nicht das Problem. Aber in der zweiten Tauglichkeit kann es ein großes Problem geben. Immer dann, wenn die charakterliche Tauglichkeit nicht gegeben ist, dann holen wir uns echte Katastrophen ins Haus. Worum geht es bei der charakterlichen Tauglichkeit? Einfache Antwort: Ist jemand in der Lage, der Verantwortung gerecht zu werden? Jede Aufgabe und auch jede Position bringen eine Menge Herausforderungen mit sich. Wenn ich jemanden im Team haben will, muss ich sicher sein, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Dass ich mich darauf verlassen kann, dass das kein Verpissfix ist, wenn es darauf ankommt. Dass derjenige zu seinem Wort steht, auch wenn es schwer fällt. Dass derjenige als Vorbild vorangeht, verlässlich ist und vertrauenswürdig. Es ist simpel. Wird jemand seiner Verantwortung gerecht, kann ich ihm vertrauen. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist er toxisch fürs Team. Und es gehört zu meiner Verantwortung, meine Teams nicht mit toxischen Personen zu belasten. Hier, in der charakterlichen Tauglichkeit, liegt die Schwierigkeit im Recruiting. Und hier müssen die Persönlichkeitsprofile erstellt werden. Denn es soll ja Erfolg geschaffen werden und nicht Schaden. Und da sind wir bei der dritten, der Erfolgstauglichkeit. Irgendwie wird die im Recruiting ähnlich stiefmütterlich behandelt wie die charakterliche Tauglichkeit. Und dabei kommt es doch eben auch darauf an. Unfassbar. Was aber meint Erfolgstauglichkeit? Erfolgstauglichkeit muss einer können, und zwar aus dem FF. Das sind die beiden Faktoren, FF, Effektivität und Effizienz. Der Fairness halber zum FF sei hier ein kurzer Exkurs gegeben, was nun was eigentlich ist. Effektivität bedeutet, das Richtige zu tun, sprich, du erreichst dein Ziel. Effizienz bedeutet, das Richtige dann auch noch auf die richtige Weise zu tun, sprich, du erreichst dein Ziel mit dem geringstmöglichen Aufwand. Klar soweit?
Um also sicher zu gehen, dass du auch wirklich gute und schnelle Ergebnisse erhältst, statt dass derjenige sich verpruschelt, braucht es Erfolgstauglichkeit. Diese drei Tauglichkeiten gelten in jedem Lebensbereich, in jeder Branche und auf jedem Kompetenzlevel. Lass dir also kein X für ein U vormachen. Steht schon in der Bibel. An ihren Taten sollt ihr sie messen. Apropos messen. Wärst du so vermessen, deine Profiler-Fähigkeiten zu testen? Dann bist du herzlich eingeladen, eine neue Erfahrung zu machen in meiner Crowd Investigation by The Profiler. Teste deine Fähigkeiten. Werde aktives Mitglied meines Ermittlungsteams von The Profiler. Einmal im Jahr, jeden ersten Sonntag im Februar, einen ganzen Tag lang. Ermitteln wir gemeinsam und bringen die Schieflage der Welt wieder ein Stück ins Gleichgewicht. Sei dabei und klick jetzt auf den Link.